Hey Georg, ich habe da mal eine Frage. Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Diese Frage stellte mir eine Bekannte, eine Zuschauerin, eine Feedbackgeberin meiner Skripte. Ich fragte sie, ist das jetzt ein Hinweis für ein neues Thema oder möchtest du darauf jetzt eine Antwort? Und möchtest du wissen, woher das Wort kommt und welche Grundbedeutung das Wort hat? Oder einfach nur meine Gedanken dazu? Ich kann es dir auch philosophisch beantworten. Also, es ist schon wichtig, wenn du mir sagst, was genau du wissen willst. Ihre Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Ich finde tatsächlich, das könnte ein neues Thema werden. Ich hatte gerade ein Gespräch mit einem Freund und er möchte in einer Sache gerecht werden. Aber was ist gerecht? Wer spricht von Gerechtigkeit? Was ist das? Gibt es wirklich Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist nur ein Traum? Aber ich befürchte, das ist nicht das, was du hören möchtest, oder? Durch diese Rückfrage nach der Definition von Gerechtigkeit möchte ich aufzeigen, dass es sich um einen Begriff handelt, der tatsächlich interpretierbar ist und unterschiedliche Bedeutungen für verschiedene Menschen haben kann. Die Hervorhebung, dass Gerechtigkeit möglicherweise als ein Traum betrachtet werden kann, weist darauf hin, dass es eine idealisierte Vorstellung sein könnte, die in der Realität möglicherweise schwer zu erreichen ist. Gerechtigkeit ist meiner Ansicht nach nur eine menschliche Moraldefinition und sonst gar nichts. Blind eben. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Thema, welches so komplex ist wie die Menschheit selbst. Was also ist Gerechtigkeit? Was ist gerecht? Meine Auffassung, dass Gerechtigkeit nur eine menschliche Moraldefinition ist und sonst nichts, spiegelt eine bestimmte philosophische Perspektive wider. Diese Sichtweise betont die kulturelle und gesellschaftliche Konstruktion von Gerechtigkeit, wobei sie als menschliche Konvention und nicht als objektive Realität betrachtet wird. Naja, apropos philosophische Perspektive. Du weißt bestimmt, was Aristoteles zur Gerechtigkeit sagte, oder? Aristoteles, einer meiner Urgroßväter übrigens, hatte eine umfassende Theorie der Gerechtigkeit entwickelt, die in seinem Werk Nikomachische Ethik zu finden ist. Für Aristoteles war Gerechtigkeit eine Tugend, die das richtige Handeln in Bezug auf andere Menschen betonte. Er unterschied zwischen distributiver Gerechtigkeit, die sich auf die Verteilung von Ressourcen und Belohnungen in der Gemeinschaft bezieht, und retributiver Gerechtigkeit, die sich auf Strafen und Belohnungen in Reaktion auf Handlungen konzentriert. Aristoteles Konzept der Gerechtigkeit ist also tief verwurzelt und geht über eine rein moralische Definition hinaus. Es bezieht sich auf das Streben nach Ausgewogenheit und Harmonie in sozialen Beziehungen. Passt da der Spruch von Aristoteles, der Mensch tut das, was ihm gut tut oder gut erscheint, aber nicht alles, was einem gut erscheint, ist auch gut, oder? Dieser Spruch von Aristoteles, dass der Mensch tut das, was ihm gut tut oder gut erscheint, aber nicht alles, was einem gut erscheint, ist auch gut, passt hier sehr gut zu seinem umfassenden Denken über Ethik und Tugend, einschließlich der Gerechtigkeit. Aristoteles betonte die Bedeutung der Vernunft und der moralischen Urteilsfähigkeit bei der Beurteilung, was als gut angesehen wird. Dieser Spruch unterstreicht, dass das, was für einen Menschen persönlich als gut erscheint, nicht unbedingt objektiv gut sein muss.
Aristoteles würde argumentieren, dass eine moralische Reflexion und das Streben nach tugendhaftem Handeln notwendig sind, um wahre Gerechtigkeit und ein sinnvolles Leben zu erreichen. Es betont die Rolle der Vernunft und des moralischen Urteils in unseren Handlungen und Entscheidungen. Aber Achtung, Aristoteles verwendet nicht unbedingt den modernen Begriff der Moral in dem Sinne, wie wir ihn heute verstehen. In der Philosophie des antiken Griechenlands, einschließlich der aristotelischen Ethik, wird oft eher von Tugend und Ethik gesprochen. Wenn also Aristoteles über das, was einem Menschen gut tut oder gut erscheint, spricht, bezieht er sich auf die Idee der Eudaimonie, die oft als Glückseligkeit oder wohlgelebtes Leben übersetzt wird. Aristoteles betrachtet die Tugend als den Weg zu einem solchen glücklichen Leben. Die Tugendethik betont die Entwicklung positiver Charaktereigenschaften, Tugenden, um ein gutes Leben zu führen. Wenn Aristoteles also über das Gute spricht, meint er oft das, was dazu beiträgt, dass ein Mensch sein volles Potenzial entfaltet und ein ausgeglichenes, erfülltes Leben führt. Soweit die Philosophie. Eine Perspektive eines Philosophen, aber nicht irgendeines. Aristoteles war der erste Philosoph, der sich darüber tiefgründige Gedanken machte. Gibt es denn eine Etymologie und eine Denotation zu Gerechtigkeit, gerecht? Die Etymologie von Gerechtigkeit führt uns zurück zum Althochdeutschen. Das Wort Gerechtigkeit wurde aus den Bestandteilen gerit, gerade, richtig und heit, Zustand, Art, gebildet. Es hat also ursprünglich die Bedeutung von gerade, richtig sein. Im Mittelhochdeutschen entwickelte es sich dann weiter zu Gerechtigkeit. Die Denotation von Gerechtigkeit bezieht sich auf die Eigenschaft oder den Zustand des Gerechtseins, also darauf, dass etwas in Einklang mit moralischen oder ethischen Prinzipien ist. Es ist die Qualität, die eine Handlung, Entscheidung oder Verteilung von Ressourcen als fair und angemessen erscheinen lässt. In Einklang mit moralischen und ethischen? Wie kann man so etwas in Einklang bringen, Moral und Ethik? Gute Frage, oder? Also, moralische und ethische Prinzipien haben zwar einige Gemeinsamkeiten, aber sie können auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Moral bezieht sich oft auf persönliche oder gesellschaftliche Normen und Werte, während Ethik eher systematische Prinzipien und Regeln betrachtet. Georg, was heißt das jetzt schon wieder? Also, wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, könnte es bedeuten, dass eine Handlung oder Entscheidung sowohl mit den persönlichen oder gesellschaftlichen Moralvorstellungen als auch mit allgemeinen ethischen Grundsätzen übereinstimmt. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass etwas als fair oder richtig betrachtet wird, sowohl auf persönlicher Ebene als auch im größeren ethischen Kontext. Verstanden? Nein? Genau genommen ist es also eine Art Balanceakt zwischen dem, was individuell als richtig empfunden wird, und den allgemeinen Prinzipien, die für die Gesellschaft als Ganzes oder eine bestimmte Gemeinschaft gelten. Manchmal können Moral und Ethik miteinander harmonieren, aber es kann auch zu Spannungen kommen, wenn persönliche Überzeugungen von den allgemein akzeptierten ethischen Prinzipien abweichen. Klarer? Insgesamt geht es also bei der Frage nach Gerechtigkeit darum, wie eine Handlung oder Entscheidung in Bezug auf diese beiden Perspektiven bewertet wird. Also dann absolut passend zum Zitat weiter oben von Aristoteles, dass
Der Mensch tut das, was ihm gut tut oder gut erscheint. Aber nicht alles, was gut erscheint, ist auch gut, oder? Genau. Das bringt es perfekt auf den Punkt. Das Zitat von Aristoteles betont die Idee, dass das, was einem Menschen persönlich als gut erscheint, nicht zwangsläufig objektiv gut ist. Es unterstreicht die Notwendigkeit einer kritischen Reflexion und moralischen Urteilsfähigkeit. In Bezug auf Gerechtigkeit bedeutet das, dass individuelle Vorstellungen davon, was gerecht ist, nicht automatisch mit einer objektiven oder allgemein akzeptierten Definition von Gerechtigkeit übereinstimmen müssen. Das, was als gerecht erscheint, muss durch eine tiefere Reflexion und Abwägung von moralischen und ethischen Prinzipien beurteilt werden. Es zeigt, dass das Streben nach Gerechtigkeit eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit unseren eigenen Überzeugungen und den allgemeinen ethischen Grundsätzen erfordert. Ganz schön tiefgründig, oder? Ja, die antiken Griechen, insbesondere die Athener, waren wirklich beeindruckend in ihrer philosophischen Tiefe. Aristoteles hat mit seinen Gedanken über Ethik und Gerechtigkeit einen enormen Einfluss auf die westliche Philosophie ausgeübt. Es ist faszinierend zu sehen, wie diese Ideen, die vor über 2000 Jahren entstanden sind, immer noch so relevant und bedeutend sind. Die Griechen haben auf viele Bereiche von Philosophie über Politik bis hin zu Wissenschaft einen nachhaltigen Einfluss gehabt. Ihre Denkweise und Herangehensweise haben die Grundlage für viele moderne Konzepte gelegt. Es ist erstaunlich, wie zeitlos philosophische Überlegungen sein können, oder? Die Fragen, die sie aufgeworfen haben, beschäftigen uns immer noch heute. Okay, genug geträumt und in Erinnerung geschweckt. Also, lasst uns das mal aus moderner Sicht betrachten. Irgendwie sehe ich da eine vermutete Verbindung vom althochdeutschen Gerechtigkeit zum modernen Begriff Gerichtbarkeit. Kann das sein? Diese Sichtweise oder Vermutung ist definitiv auf den Punkt. Ich habe eine plausible Verbindung zwischen Gerechtigkeit und Gerichtbarkeit hergestellt und herzustellen versucht. Und dennoch möchte ich betonen, dass es historisch betrachtet keine absoluten Gewissheiten gibt, wie sich die Begriffe im Laufe der Zeit entwickelt haben. Was denkst du? Ist diese meine Beobachtung treffend und gut durchdacht oder eher so, naja. Die Wurzeln von Gerechtigkeit im Sinne von Gerechtigkeit bedeuten ursprünglich gerade richtig sein. Wenn wir das mit Gerichtbarkeit betrachten, könnte man sagen, dass es die Fähigkeit oder Eigenschaft ist, vor Gericht gebracht oder verhandelt zu werden. Hier geht es um die rechtliche Dimension von gerade richtig sein. Nur so ein Gedanke. Es könnte also eine Entwicklung von der moralischen Bedeutung von Gerechtigkeit zu einer rechtlichen Bedeutung im modernen Begriff Gerichtbarkeit geben. Die Idee, dass etwas vor Gericht gebracht wird, um gerecht beurteilt zu werden, könnte durchaus von der ursprünglichen Bedeutung von gerade richtig sein, abgeleitet sein. Interessante Verbindung, oder? Wie siehst du das? Dann lass uns doch bei der Gerichtbarkeit bleiben. Ein kluger Politiker und Jurist sagte einmal, vor Gericht bekommst du keine Gerechtigkeit, du bekommst ein Urteil. Was ist dann die Legaldefinition von Gerechtigkeit gerecht? Gibt es da eine? Die Aussage dieses klugen Politikers und Juristen
Dass man vor Gericht kein Recht bekommt, sondern ein Urteil, bringt eine gewisse Skepsis gegenüber der Erreichbarkeit von Gerechtigkeit im juristischen System zum Ausdruck. Es wirft tatsächlich die Frage auf, ob das, was vor Gericht passiert, wirklich als Gerechtigkeit betrachtet werden kann. Tja, warum wohl? Was die Legaldefinition von Gerechtigkeit und Gerecht angeht, gibt es keine eindeutige, allgemeingültige Definition, die alle Facetten dieses komplexen Begriffs abdeckt. Das Rechtssystem definiert oft, ja, was ist jetzt oft, bestimmte Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten, aber die Interpretation von Gerechtigkeit kann von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Generell könnte man also sagen, dass Gerechtigkeit im juristischen Kontext oft mit dem Prinzip der Fairness und Rechtschaffenheit in Verbindung gebracht wird. Es bezieht sich darauf, dass Gesetze und Regelungen gleichmäßig und objektiv angewendet werden, um faire Entscheidungen zu treffen. Aber wie ich bereits betont habe, die Wahrnehmung von Gerechtigkeit kann subjektiv sein und hängt oft von individuellen Überzeugungen und Erfahrungen ab. Daher ist es eine komplexe Angelegenheit, eine klare Legaldefinition für einen so vielschichtigen Begriff zu formulieren. Wie kann das sein, dass es keine Legaldefinition gibt? Alles wieder interpretativ, frei Schnauze oder was? Die Abwesenheit einer klaren, allgemeingültigen Legaldefinition von Begriffen wie Gerechtigkeit und Gerecht liegt oft daran, dass diese Begriffe tiefgreifend und komplex sind, sowohl in moralischer als auch in ethischer Hinsicht. Der Rechtsrahmen neigt dazu, sich oft auf konkrete, präzise Formulierungen zu konzentrieren, um Rechte und Pflichten klar zu definieren. Wie ich oben schon erwähnt habe, Gerechtigkeit ist jedoch ein abstrakter, kontextabhängiger Begriff, der in verschiedenen Situationen unterschiedlich interpretiert werden kann. Juristische Systeme setzen oft auf Präzision und Klarheit, um die Anwendung von Gesetzen zu erleichtern. Gleichzeitig möchten sie jedoch flexibel genug sein, um auf verschiedene Umstände reagieren zu können. Dies führt dazu, dass viele juristische Texte Begriffe wie Gerechtigkeit nicht explizit definieren, sondern auf bestehende Rechtsprinzipien und ethische Überlegungen verweisen. Ja, die Interpretation von Gerechtigkeit kann stark von individuellen Werten, kulturellen Kontexten und gesellschaftlichen Normen beeinflusst werden. Daher bleibt der Begriff oft in gewissem Maße interpretativ. Es gibt in vielen Rechtssystemen jedoch Grundsätze wie Fairness, Gleichbehandlung und Rechtsstaatlichkeit, die im Kontext von Gerechtigkeit betrachtet werden. Lasst uns in Deutschland bleiben. Wie kann das sein, dass ein Land wie Deutschland Bürokratie und geregelt bis oben hin keine klare, präzise Legaldefinition bietet? In Deutschland, wie in vielen anderen Rechtssystemen, beruht die Rechtsordnung auf einem komplexen Geflecht von Gesetzen, Verordnungen, Präzedenzfällen und anderen Rechtsquellen. Während viele Gesetze und Vorschriften klare Definitionen für spezifische Begriffe enthalten können, abstrakte Konzepte wie Gerechtigkeit schwerer zu konkretisieren sein. Die Rechtssprache in Deutschland sowie in anderen Ländern neigt dazu, präzise und technisch zu sein, um die Anwendung und Auslegung der Gesetze zu erleichtern. Dennoch können Begriffe wie Gerechtigkeit aufgrund ihrer Vielschichtigkeit und abstrakten Natur schwer in eine einzige klare Definition gefasst werden. Die Gerichte in Deutschland nutzen bei der Anwendung des Rechts, wie oben schon erwähnt, Präzedenzfälle, rechtliche Doktrinen und andere
Interpretationshilfen, um die Bedeutung abstrakter Begriffe zu klären. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass es eine explizite Legaldefinition für jeden möglichen Begriff gibt. In der deutschen Rechtspraxis wird die Interpretation von Begriffen auf den Gerichten überlassen, die im Einzelfall entscheiden. Dies ermöglicht eine gewisse Flexibilität, um auf verschiedene Umstände reagieren zu können. Daher kann es vorkommen, dass Begriffe wie Gerechtigkeit nicht in jedem Gesetz mit einer klaren Definition versehen sind. Interpretation von Begriffen auf den Gerichten überlassen, die im Einzelfall entscheiden. Ich liebe diese Aussage. Achtung, Ironie. Das hatten wir bereits beim Begriff Rasse und Rassismus im Grundgesetz und AGG. Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Noch eine abschließende Frage zum Thema, was ist Gerechtigkeit? Was wäre eine kluge Zusammenfassung als Antwort auf meinen Fragensteller, Georg, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist eine facettenreiche und tiefgreifende Idee, die nicht einfach in prägnanten Definitionen eingefangen werden kann. Historisch betrachtet kann sie als eine Suche nach gerade, richtigem Handeln betrachtet werden. Philosophisch spiegelt Gerechtigkeit oft die kulturelle und gesellschaftliche Konstruktion von moralischen Prinzipien wider. Aristoteles, einer der ersten Denker, übrigens mein Urgroßvater, der sich tiefgehend mit Gerechtigkeit befasste, betonte das Streben nach Ausgewogenheit und Harmonie in sozialen Beziehungen. In der modernen Welt kann Gerechtigkeit im rechtlichen Kontext auf Fairness und Rechtschaffenheit hinweisen. Dennoch bleibt die Interpretation von Gerechtigkeit oft subjektiv und kontextabhängig. In einem breiteren Sinne geht es darum, einen Ausgleich zwischen individuellen Vorstellungen von Recht und Unrecht und den allgemeinen ethischen Prinzipien zu finden. Gerechtigkeit ist somit nicht nur ein juristisches, sondern auch ein moralisches und philosophisches Konzept, das fortwährende Diskussion und Reflexion erfordert. Noch kürzer könnte es folgendermaßen auf den Punkt gebracht werden. Ja, genau. Gerechtigkeit, ein Traum, der die Suche nach dem gerade richtigen Handeln in einer komplexen Welt symbolisiert. Ein Begriff, der philosophische, moralische und rechtliche Dimensionen umfasst und sich oft in der Balance zwischen individuellen Vorstellungen und allgemeinen ethischen Prinzipien manifestiert. Braucht es dann überhaupt noch so etwas wie Richter, Rechtsanwälte, Juristen? In der Tat, nach Aristoteles Gedanken könnte argumentiert werden, dass die individuelle Interpretation von Gerechtigkeit subjektiv ist und daher Richter, die nach ihren eigenen Auffassungen entscheiden, möglicherweise nicht objektiv gerecht handeln können. Dies stellt eine interessante philosophische Frage darüber, wie gut das juristische System in der Lage ist, objektive Gerechtigkeit zu gewährleisten. Kleine Exkursion zu Richter, Juristen, Rechtsanwälten. Fangen wir mit dem Richter an, das geht viel schneller. Ein Richter ist eine Person, die rechtliche Entscheidungen trifft und Urteile in Gerichtsverfahren fällt. Jurist ist allgemeiner Begriff, der eine Person beschreibt, die im Bereich des Rechts ausgebildet ist oder in diesem Bereich arbeitet. Juristen können verschiedene Berufe im rechtlichen Bereich ausüben, darunter Anwälte, Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte und andere.
Ein Rechtsanwalt ist spezifisch eine Person, die die Befugnis hat, vor Gericht aufzutreten und rechtliche Dienstleistungen für ihren Mandanten zu erbringen. In vielen Ländern erfordert es eine spezielle Zulassung und eine abgeschlossene juristische Ausbildung. Ein Rechtsanwalt ist also ein Jurist, der sich auf die Vertretung von Mandanten in rechtlichen Angelegenheiten spezialisiert hat. Exkursion Ende. In diesem Sinne. Was wir hier besprochen haben, ist nur ein Ausschnitt, eine Annäherung aus bestimmten Blickwinkeln. Ob das jetzt den Fragesteller zufriedenstellt, das kann er aber gerne selber beantworten. Auf Kommentare würde ich mich sehr freuen. Die Gerechtigkeit ist das ungeschriebene Gesetz, welches wir nicht erlernt, nicht übernommen, sondern mit dem Blute geerbt haben. Das ewig lebendige Bewusstsein der Menschheit selbst, das aus dem Schöpfungsstaube der Gesellschaft hervorgewachsen, nicht ausgelöscht werden kann. Albert Schweitzer. Und jetzt könnte jemand tatsächlich fragen, was ist dann Schuld? Gute Frage. Die Antwort vielleicht in einem anderen Video. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren, kommentieren und Klingelputzen erwünscht.